Wie kam es dazu, dass Sie sich engagierten und verhaftet wurden? Eigentlich das ganze Umfeld, was die gesamte Bevölkerung ja auch ablehnte, angefangen von der sowjetischen Besatzung. In meinem Material habe ich hier auch Informationen über die Übergriffe der sowjetischen Soldaten, über etwa 50.000 Vergewaltigungen allein in Sachsen-Anhalt, Diebstähle aller Art, Übergriffe überall, wo es war. Dann die Enteignungen, und zwar nicht etwa der Großkapitalisten, die nur am Rüstungsgeschäft verdient haben, sondern, ich bin später mal Bäcker geworden, auch kleiner Bäckereibetriebe von zwei Mann. Die Frau verkauft, der Mann bäckt, und selbst die haben sie mit der Steuerschraube so in die Enge getrieben, dass sie aufgeben mussten. Und das waren alles Dinge, die in ihrer Gesamtheit dazu führten, dass dieses System von, wie die Literatur sagt, 80% der Bevölkerung bis etwa in die Mitte der 50er Jahre abgelehnt wurde. Aber es geht um Ihre persönlichen ausschlaggebenden Momente, wo Sie gesagt haben, mir reicht's. Also nicht, was aus der Literatur ersichtlich war oder was kam, sondern Sie persönlich, wo Sie gesagt haben, an dem Moment, jetzt ist es mir zu viel, jetzt mache das ich etwas. Das ging dann schon in der Berufsschule los. Ich habe, wie gesagt, in einem privaten Bäckereibetrieb gelernt. Und in der Berufsschule hatten wir denn neben dem eigentlichen Berufsschullehrer nach kurzer Zeit noch einen Junglehrer, der uns dann den Sozialismus beibringen sollte. Der kriegte natürlich Kontra über Kontra von den ganzen privaten Bäckerstiften. Und dementsprechend verteilte er Vieren und Fünfen. Und wir haben dann uns gesagt, jetzt müssen wir uns in den fachbezogenen Bereichen auf den Hintern setzen, pauken, was das Zeug hält, damit wir unsere Prüfung überhaupt sauber durchkriegen. Das hat auch geklappt. Und demzufolge konnte ich dann dadurch, dass ich auch so eine kleine Gruppe, 7, 8 Mann, ein bisschen versucht habe, ranzuführen an das Fachwissen, meine eigene Arbeit mit eins bringen. Und wir waren ja auch nicht zu dämlich, in dieser Prüfungsarbeit mal das aufzuschreiben, was die Leute uns an Sozialismus und seinen Vorzügen verklickert haben. Die wollten es ja so hören. Also haben wir es mal so aufgeschrieben, um eben die Noten nicht zu sehr zu versauen. Und da hatte ich dann 1a Zeugnisse in der Berufsschule und bekam eine sogenannte Delegation zur Arbeiter- und Bauernfakultät. Auch das wieder ein Ereignis, wo man eigentlich sofort kontragegen war, diese sogenannte Beachtung der sozialen Herkunft. Also wenn der Vater Doktor, Pfarrer, Fabrikbesitzer oder sonst irgendwas war, konnte der Sprössling ja nie eine entsprechende Schule besuchen, sondern man musste von der SED und seiner Gnaden eine entsprechende Befürwortung haben, eine Universität zu besuchen. Und das geschah bei mir, denn ich bin im September 1952 immatrikuliert an der Martin-Luther-Universität Halle. Und wir waren dann in Wohnungen der Arbeiter- und Bauernfakultät, wie sich dieses Bereich nannte, der uns in 3 Jahren an das Abi führen sollte, untergebracht. In den Schulungsräumen, wo wir unsere Schulaufgaben machen konnten und so weiter, plärrte den lieben langen Tag der Deutsche Demokratische Schundfunk, wie wir sagten. Und den mochten wir nun überhaupt nicht. Wir waren es gewöhnt, den RIAS, den Nordwestdeutschen Rundfunk und andere freie Sender zu hören. Schon mal, um unser Musikverständnis erfüllt zu kriegen, was wir hören wollten und nicht die Balalaika-Klänge, die der Deutsche Demokratische brachte. Und natürlich auch die Nachrichten. Daher weiß ich eben auch hier, was ich vorhin andeutete, die Werdauer Oberschüler, die da in einem Terrorprozess zu 130 Jahren Zuchthaus verurteilt wurden. Ergebnis, ich habe 4 Kommilitonen gebeten, wenn du kannst, gib mir mal jeder einen 100er. Ich lege noch 400 zu und dann kaufen wir für 800 Mark ein sauteures Radio, aber damit können wir dann auf der Schlafbude die Sender hören, die uns gefallen. Und dann saß abends natürlich die ganze Clique ums Radio rum. Ja, das kam dann natürlich über die Heimleitung schnell an die langen Ohren der Stasi. Und dementsprechend hat die Stasi dann einen scheinbar ausreichend proletarischen
Studenten herangezogen, ihn verpflichtet. Er war 18, ich war 19. Oppositionell aufzutreten, damit er nicht auffällt, wie wir alle fast, aber der Stasi alles zu berichten, was der Stiel und die ganze Clique machen. Das war so seine Aufgabe, die hat er auch gut erfüllt, wie ich später in der Untersuchungshaft feststellen konnte. Ich wurde immer korrigiert, wenn da entsprechende andere Aussagen von mir kamen auf Befragen. Das wissen wir besser. Das hat mich auch dazu geführt, dass ich sehr bald merkte, der muss wohl geschwatzt haben, vielleicht beim Glas Bier damit geprahlt, dass er mit dem Stiel beim Rias war und dort Fachbücher bestellt hat. Ich habe bis 1992 ihm zugunsten das so angenommen. Seitdem weiß ich, dass er auf mich angesetzt war. Ja. Wie betätigten Sie sich denn oppositionell? Das ging über das Mitbringen von satirischen Zeitschriften aus Berliner Westsektoren, Amerikahaus am Nollendorfplatz, Rias, Kioske, Westkinos, überall kriegte man ja auch hier die sogenannte die Tarantel oder 100 Worte kommen in Form, die Freie Deutsche Jugend mit der Aufmachung der FDJ-Zeitung, aber innen völlig andere Texte. Und das brachte man unter einem Hemdversteck natürlich mit nach Hause. Mein Vater, Leute, die Gesetzter waren, wenn du sie lesen hast, steckst du in den Ofen. Denkst du, das wollen wir da unseren Kumpels auch noch zukommen lassen? Ja, und das waren dann so auch die Gründe, weshalb man dann eben zusammen mit der Tatsache, den Klassenfeind in die Uni geholt zu haben über den Rundfunk, dass man dann eben ein Exempel statuieren wollte, ja, und den Stiel verhaftete. Drei Kommilitonen wurden zur Verhandlung geschickt, die dann davon künden sollten, also wenn wir nicht die Klappe halten, uns anpassen, dann geht es uns wie dem Stiel, werden wir für Jahre eingesperrt. Das war ja eigentlich das Hauptproduktionsergebnis der Stasi, eine ungeheure, nicht klar fassbare. Heute sagen viele Leute, die vorbeigeschrammt sind, wir haben doch auch politische Witze erzählt, uns haben sie nicht eingesperrt. Man konnte nicht die ganzen 17 Millionen einsperren. Man musste einfach Exempel statuieren, wie das jede Diktatur, auch die Nazi-Diktatur, die sowjetische, machte, etwa 2-3% der Bevölkerung massiv zu repressieren, um die anderen, ich sage das auch immer unseren Schülern, 98-99% dazu zu bringen, freiwillig zu der Zettelfaltveranstaltung, die sich Volkswahl nannte, zu gehen, den Zettel reinzustecken und zu dokumentieren, wir sind für die Regierung der DDR. Ja. Wie sind Sie denn verhaftet worden? Das war ein reines Kidnapping. Ich bin an diesem 1. Februar, sonst ist man gewöhnlich Wochenende nach Hause gefahren, Wäsche gewechselt und Eltern besucht und am Sonntagabend dann wieder zur Uni. An diesem besagten Wochenende war ich bei meinem letzten Arbeitgeber, dem Bäckermeister, der mich eingeladen hatte zum Schweinschlachten. Ja, gab es Arbeit, aber auch einen schönen Umtrunk und zu essen. Und abends um 8:30, 9 wieder Richtung Bahnhof. Und als ich über den Schönebecker Marktplatz ging, da hielt so vor mir 30 Meter eine schwarze Limousine. Man bemerkte damals noch Autos, weil ja wenig auf der Straße waren. Der hielt an, einer stieg aus, ging auf die Haustür, tat, als wenn er da drüben klingelte und ging langsam rückwärts nach oben schauen. Da muss gleich einer rausgucken, der nach seinem Begehr fragt. Ein zweiter war ausgestiegen, lümmelte sich so ein bisschen auf die Kofferklappe und genau in dem Moment war ich in Griffnähe, rechts und links ein schraubstockartig harter Griff an die Oberarme, reingezerrt in den EMW und dann Sie sind doch Stiel, nachdem sie Handschellen angeklickt haben. Und als ich sagte, ja, dann kommen sie heute sehr schnell nach Halle.